Die Türkei lässt den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel frei, wie das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte. Wann Yücel tatsächlich auf freiem Fuß sein wird und ob er ausreisen darf, ist noch unklar. Ein türkisches Gericht hatte die Freilassung entschieden, nachdem die Staatsanwaltschaft nach über einem Jahr Untersuchungshaft eine Anklageschrift mit Terrorvorwürfen vorgelegt und 18 Jahre Haft für den Journalisten mit doppelter Staatsbürgerschaft gefordert hatte. Noch am Donnerstag hatte Kanzlerin Merkel beim Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim auf die Bedeutung des Falles hingewiesen. Yildirim zeigte sich optimistisch, dass die unabhängige türkische Justiz trotz massiver Arbeitsüberlastung bald entscheiden werde. Der Fall Yücel ist zu einer der größten Belastungen im deutsch-türkischen Verhältnis geworden. Der Weltkorrespondent war im Februar vergangenen Jahres in der Türkei inhaftiert worden, nachdem er sich freiwillig den Behörden gestellt hatte. Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam wurde Untersuchungshaft gegen Yücel verhängt wegen Terrorvorwürfen, die auf seinen Artikeln basierten. Gegen die andauernde Verhaftung von Deniz Yücel gab es breite Proteste.